Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier in Snakerex. Wir mussten zu meinem Unwohlsein eigentlich hier den Run neu starten. Keine Ahnung, woran das unbedingt lag. Also wir können in diesem Spiel nicht speichern, daran lag es hauptsächlich. Genau, das ist das Hauptproblem, wir können nicht speichern. Deswegen ist es allerdings auch so ein kleines bisschen interessant. Wir können hier... Hey, hier gibt es einen Guide. Ah, also, wenn ihr seht, da, hier, wusste ich gar nicht. Ein Interest of Gold für 5 Gold. Okay, cool. Genau, ab 25 Gold kriegen wir eigentlich kein neues Gold, aber mit dem Merchant kriegen wir mehr. Genau, wir fangen einfach mal mit dem Schwertkämpfer an. Und der hat eine Synergie hier mit dem Krieger. Und das hier ist ja ein Krieger. Holen wir den dazu und dann geht's los. Neues Spiel, neues Glück. Boah, der Krieger ist schon geil. Oh, der schießt so eine richtige Barrage. Barrage. Bam. Zack, einfach tot. Oh, der ist cool, der ist cool. Oh wow, und nochmal extra 1,6. Okay, der ist aber auch nicht schlecht. Das war der mit dem Orb, der hier so rumfliegt. Die zwei haben wir schon kennengelernt. Der Magier, den haben wir auch schon kennengelernt. Aber brauchen gerade nichts. Wir wollen das Geld behalten. Wir wollen diesen Zins bekommen, damit wir uns was leisten können. Hey, bam. Wir dürfen nicht zu weit weg sein mit unserem Schwertkämpfer. Sonst machen wir da natürlich keinen Schaden. Sehr schön. Mittendurch. So. Den da noch und dann ist gut. Schaut nicht schlecht aus, ey. Freut mich. Hey, hier, Swordsman. Nehmen wir gleich mal einen dazu. Mal geht's weiter. Ich will nicht zu viel ausgeben, natürlich. Warten wir auf den. Bam. Zack, den hauen wir auch noch weg. Die zwei weg und den da weg. Muss dann denken, es gibt hier keinen Heiler. Außer du hast eine Heile-Klasse da natürlich drin. Deshalb. Okay, hier wäre es ganz gut, wenn wir die roten erst ausschalten, bevor wir den grünen dann ausschalten. Perfekt, weil der Grüne, der schießt immer auf uns zu. So einer hohen Geschwindigkeit. Boah, Doppelspawn. Das wollte ich gerade sagen, wir haben keine Heiler und dann kommt sowas und mein Schwertkämpfer ist fast tot. Letzte Welle, okay. Okay, wir haben die Sache sicher drin. Boah, das war jetzt gerade die Frage, hey, überleben wir das oder nicht? Oh, wir hatten noch so Mühe an Leben. Okay, was haben wir hier? Culling Strike. Oh, instantly tötet den Elite. Wir sind letztes Mal beim Elite gestorben. Was haben wir noch? 20% mehr AOE Damage. Das ist der Schaden über eine Fläche. Nee, ich will nicht, dass jemand von mir stirbt. Dann, guck mal, der Schwertkämpfer, der macht AOE. Das holen wir uns dazu. Wir haben einen Interest. Woohoo. Das können wir, wie gesagt, auch aufleveln mit 5. Kostet 5. Ist ja einen, der 1 kostet, der hier. Der würde 1 kosten, setzt uns hier nicht zurück. Und wir haben ein bisschen mehr Schaden. Nicht viel extra, aber ein bisschen. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein keine Ahnung, Krieg, so ein Bombardierzug, also nicht Bombardier wie die Marke, sondern ein bombardierender Zug. Zack, Arena clear, no problem here, hey.
so. Warte mal, ist das hier ein Scout? Ne, ist ein Outlaw. Ranger. Kleriker, der heilt uns natürlich. Nee. Nee, wir. Nein, wir brauchen den nicht. Ich will das Geld. Ich will einen Merchant, einen Händler. Oder ist ein Blauer? Ich glaube, die haben mehr Leben. Oder die explodieren oder irgend sowas ist das. Schauen wir mal. Augen drauf. Oh, da ist so ein blauer Orb. Ah, ein blauer Orb, der explodiert. Die sind so wie meine, wie heißen sie? Arkanisten? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, mein Bogenschütze ist fast tot. Oh, gerade noch den blauen ausgeglichen. Zack, sehr schön. Nochmal, Schwertkämpfer. Super, Welle 3 von 4. Da kommt nochmal eine. Oh, die blauen. Okay, dem konnten wir gut ausweichen. Dem auch. Ich will mich nicht treffen lassen von so einem blauen Ding eigentlich. Das wäre nicht so cool. Juggernaut. 12,1 AOE Damage und schubst die Feinde weg. AOE Damage haben wir ja einen Bonus. Und wir kriegen hier einen dritten in unserer. Und wir sind bei 25, also was soll's. Den holen wir dazu. Dann haben wir hier nämlich hier mega die Synergie. Hier, das gibt 25% mehr Verteidigung für alle unsere Krieger. Und wir haben vorne und hinten Krieger. Haben in der Mitte unseren Outlaw, also einen Gesetzeslosen und dazwischen dann noch unseren Bogenschützen. Und wir haben den Eliten hier. Schauen wir mal. War das gerade der Juggernaut? Oh, der Juggernaut ist geil. Komm, Juggernaut. Komm, Elite, geh drauf. Ah, wir verlieren unseren Bogenschützen. Und unseren Gesetzeslosen. Und unseren Schwertkämpfer. Oh, Bogenschütze ist weg. Nicht gut. Ah, Gesetzeslose ist auch weg. Bogenschütze ist weg. Nicht Bogenschütze. Unser Schwertkämpfer. Komm, Juggernaut. Aktivier. Aktivier. Der ist zu langsam. Der greift zu langsam an, hey. Mann. Was machen wir jetzt nochmal? Ja, klar. Ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ah, was hat's hier? Ein Psykeeper. Erzeugt 3 Heilorbs jedes Mal, wenn er 25% verloren hat. Magier, Barbare. Und schockt die Feinde für 4 Sekunden. Komm, Barbare. Hol mal einen Magier dazu. Ach, Mann. Also den Elite-Kampf haben wir noch nie geschafft. Ah, so sieht es aus, wenn die geschockt sind. Ah, der Barbare ist auch so langsam. Nicht ganz so langsam wie der Juggernaut, glaube ich, aber trotzdem. Da wäre wieder der Schwertkämpfer. Was macht der hier nochmal? Das war diese Orb. Arcanist. Haben wir mit dem irgendeine Synergie? Nee, ne? Haben wir mit irgendwas Synergien? Mit dem hier. Brauchen wir aber 3. Drei von diesen Regal nehmen wir es dazu. Da wissen wir wenigstens, der kann was.
Achso, ich habe übrigens versucht, meine Maus größer zu machen. Das nimmt das nicht. Also das nimmt die, wenn ich die Farbe verändere meiner Maus, ja. Also selbst wenn meine Maus so groß ist, dass ihr es wirklich sehen müsst, bleibt die Maus im Spiel tatsächlich auf dieser Standardgröße. Das macht also keinen Unterschied und die weiße sieht man tatsächlich auf dem Hintergrund am besten. Tut mir leid. Kannst dich größer machen. Komm, Schwertkämpfer, was meiner? Geld aufheben. Produziert er dein Geld? Guck mal, ob der uns Geld beschafft. Der Miner. Es hieß Picking up Gold, aber ich habe noch nie Gold aufgehoben. Vielleicht ist es was fürs spätere Spiel. Vielleicht hätte ich den nicht kaufen sollen. Aber wir können ja wieder verkaufen, das ist ja kein Thema. Schön weiter wegbleiben. Boah, genau deswegen. Okay, guter Baba. Schön. Okay. Der Magier hat kein Problem mit der Distanz. Das ist schon mal was Gutes. Das heißt, wir haben eigentlich immer jemanden, der Fernkampf macht. Zack. Jetzt haben wir kein Gold aufgehoben. Oh, stimmt, hier. Ja, rechts rumdrehen. Haben wir zwei Projektile die Sekunde. Resonanz war das, was... Nee. AOE 3, 5 oder 7% Schaden. Enchanted. Ich habe, glaube nur einen... Nee, das ist ein Mage, kein Enchanter. Homing Barrage. Chance to release a homing barrage on enemy kill. Ist es, wenn wir jemanden töten oder wenn wir einen verlieren? Oh, was davon ist am besten für uns? Ich probiere mal das. Oh, Merchant. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Merchant und einen Miner. Und ich weiß nicht, was der Miner macht. Jetzt gucken wir mal, ob wir die 8% Chance... Oh ja, guck mal, hey, die Chance kam. Okay, funktioniert also. Hey, da ist Gold. Ah, wir brauchen also einen Merchant für einen Miner. Oder? Bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Oder brauchen wir eine bestimmte Menge an Geld, um überhaupt Geld zu machen? Schwertkämpfer haben wir noch, ne? Hey, der ist Level up. Sehr schön. Wizard. Ah ne, wir haben Magician. Der Outlaw hätte hier auch nochmal... Eine Synergie, oder? Und würde dann 25... Nee. Doch 25% Schaden... Verteidigung geben. 8%? Ah, wir brauchen zwei Mercenary. Warte mal. Warte, Miner. Hier. Wir brauchen eine Synergie für den Miner, damit der Miner überhaupt Geld kriegt. Und das haben wir jetzt durch... Durch den Mercenary. Wer ist Mercenary? Der Merchant. Ah, die zwei müssen also zusammenarbeiten, um Geld zu verdienen. Ich pack mal den Magier hier dazwischen, weil der, das ist unser Fernkämpfer. Der kann, glaube ich, von überall schießen. Jetzt kommt aber der Elite-Kampf, oder? Ah, nee, eine Welle weiter. Wow! Oh ja, nice. Der Baba hat die super gestunt. Bam. Nochmal weggeballert. Okay. Da hinten liegt noch Gold. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt brauchen wir nur noch
einen Heiler irgendwie in der Truppe, dann muss ich mir nicht so Sorgen machen. Okay, da war wieder so eine 8% Chance, dass wir hier nochmal ein paar Geschosse wegschießen. Schaut gar nicht so schlecht aus für uns. Oh, 3 Interest hier. Das kaufen wir nicht. Haben wir gelernt. Wir haben jetzt genau 25 Gold. Einen können wir noch mit in die Party aufnehmen. Wizard hatten wir doch. Nee, haben wir nicht. Jetzt kommt der Elite-Kampf. Stimmt, hier unten steht's. Wollen wir es ohne probieren? Komm, wir probieren das ohne. Wir müssen es ohne schaffen. So gut standen wir noch nie da. Ja, das schaut doch gut aus. Nicht so gut. Weil zur Hälfte ist er schon... Oh, was haben wir verloren? Wir haben unseren Zauberer verloren. Der mir tatsächlich noch wichtig war. Komm, wir müssen die Elite fertig machen. Fast. Ja, Elite ist fertig. Oh, wir müssen die auch noch fertig machen. Okay, okay. Ah, wir haben es geschafft. Nein, halt. Doch. Errungenschaft freigeschaltet. Speed Booster. Was? Chance, um Angriffe vergiften zu wirken. Okay. Position 4 hat plus 30% Schaden. Das wäre doch was. Achso, das ist blöd. Nur wenn man Heilorb aufhebt. Komm, wir machen Position 4 hat 30% extra Schaden. Was macht denn hier bei uns am besten Schaden? Der Schwertkämpfer, oder? Der ist nämlich auch Level Up. Scout. Ich habe einen Outlaw. Das ist ein normaler Level. Kann man das hier ab... Nee, das kann man nicht aufleveln. Ah, da hat es Punkte daneben. Nee, komm. Gleich weiter. Das ist jetzt ein normales Level. Ich liebe den Soundtrack. Macht einfach saumäßig Spaß. Ah, nach unten. Weg aus der Gefahrenzone. Ich brauche einen Heiler. Ich brauche einen Heiler in meiner Schlange. Ganz klar. Okay, scheint gut zu laufen. Da haben wir gut Schaden gemacht. Das Gold will ich noch. Ich denke, wir können nämlich auch, sobald wir die 100 Gold erreicht haben, den Miner verkaufen. Der hilft uns nämlich gerade aktuell nur, um wirklich auf die 100 Gold zu kommen. Damit wir den Interest bekommen. Wir sind schon fast da. Elementor. AOE Damage centered on a random target. Ist ein Nuker. Und ein Chronomaster. 20% mehr Angriffgeschwindigkeit für alle Verbündeten. Das ist doch besser. Nuker weiß ich noch nicht. Klingt geil, aber ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. 20% aber auf alle ist einfach so viel mehr Schaden. Das lohnt sich am meisten, denke ich. Ich meine, guckt euch den Barbaren an hier, hey. Der hier happy die Leute betäubt. Oh, da ist ein Weißer, da müssen wir aufpassen. Zittitim. Kann man so ein Tier zuerst? Ausgelöscht, einfach nur ausgelöscht. Da ist Gold. Was haben wir verloren? Irgendwas haben wir verloren. Wir haben einiges verloren. Letzte Welle. Das sind ja richtige Kamikaze da drin.
unseren Chronomaster haben wir verloren. Barbar ist noch da. Schwertkämpfer ist noch da. Merchant und Miner war noch da. Und der Outlaw, was haben wir verloren gehabt? Ah, die zwei blauen Magier und Chronom. 93 haben wir. Puh, das war jetzt aber schon knapp. Kostet mich 5. Wir müssen es noch einmal ohne schaffen. Dann sind wir bei den 100 und dann können wir alles, was über 100 ist, ausgeben. Ah, weg da. Ich muss aber ein bisschen auch aufpassen, dass wir besser ausweichen. Diese weißen Geschütze da, die sind richtig kacke. Boah, gerade ausgewichen. Der Schwertkämpfer vorne hat alles gerade aufgesammelt. Welle 4 von 5. Oh, nicht so gut. Oh, jetzt haben wir... Ah, nein, 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 wir verlieren hier nicht. Boah, das sind diese Geschütze einfach nur, die hier Probleme machen. Oh. Einer haben wir noch. Ah nein, dann ist nochmal eine Welle. Nein! Wie soll ich denn das schaffen? Jetzt... Ah, das spawnen ja noch mehr! Ah, ich dachte, es nur einmal spawnen. Nein! Wir waren doch so gut. Level 9! Wir sehen uns in der nächsten Folge mit einem neuen Run.